Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich heiße Anna Bilkova. Herr Schmidt hat für mich einen Termin für 10 Uhr vereinbart. Dann sind Sie ganz richtig hier. Mein Name ist Herbert Kugler. Es freut mich sehr, Frau Bilkova. Mich auch, Herr Kugler. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Jetzt brauche ich bitte Ihre Unterlagen, den Lebenslauf, alle Zeugnisse und Ihren Personalausweis. Bitte hier. Danke. Also, Sie möchten als Zimmermädchen arbeiten. Ich sehe, Sie haben die Ausbildung als Hotelfachfrau erfolgreich abgeschlossen. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Ich heiße Anna Bilkova und bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe eine 3-jährige Tochter. Nach meiner Ausbildung habe ich 4 Jahre lang in einem kleinen Hotel in Prag an der Rezeption gearbeitet. Manchmal habe ich auch im Restaurant bedient. Also, Erfahrung haben Sie. Was sind Ihre Stärken? Ich bin aufgeschlossen und freundlich. Ich arbeite schnell und bin zuverlässig. Ich spreche gut Deutsch, Englisch, ein bisschen Russisch und natürlich Tschechisch. Das ist meine Muttersprache. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? In der Schule, 4 Jahre lang. So, und nun zu Ihren Aufgaben bei uns. Sie räumen die Hotelzimmer auf, saugen und wischen Staub und putzen die Bäder. Sie beziehen die Betten und sorgen dafür, dass alle Zimmer ordentlich sind. Wir legen sehr großen Wert auf Sauberkeit. Gut, das ist kein Problem. Haben Sie noch Fragen? Ja, wie sind die Arbeitszeiten? In der Teilzeit arbeiten Sie 20 Stunden pro Woche, aufgeteilt an den Werktagen von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Passt es Ihnen? Ja, das ist perfekt. Meine Tochter ist in der Zeit im Kindergarten. Und wenn sie einmal krank ist oder der Kindergarten zu hat? Dann kümmert sich meine Schwiegermutter um meine Tochter. Ich hätte noch eine Frage. Wie viele Urlaubstage bekomme ich und wie viel verdiene ich? Sie bekommen 3 Wochen Urlaub im Jahr und verdienen etwa 700 Euro pro Monat. Sie haben 4 Wochen Probezeit und eine Kollegin zeigt Ihnen in den ersten Wochen Ihre Aufgaben. In Ordnung. Können Sie nächste Woche am Montag anfangen? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich schon auf die Arbeit in Ihrem Hotel. Dann darf ich Sie als neue Mitarbeiterin bei uns herzlich begrüßen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wir sehen uns am Montag um 8.30 Uhr an der Rezeption. Auf Wiedersehen, Frau Bilkova. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Herr Kugler. Buongiorno, cosa posso fare per lei? Buongiorno, cosa posso io per lei fare? Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Mi chiamo Anna Bilkova. Il signor Smith mi ha fissato un appuntamento per le 10. Mi chiamo Anna Bilkova. Signor Smith ha per me un appuntamento per 10 ore fissato, stabilito. Ich heiße Anna Bilkova. Herr Schmidt hat für mich einen Termin für 10 Uhr vereinbart. Allora lei è nel posto giusto. Il mio nome è Herbert Kugler e sono felice di incontrarla, signora Bilkova. Allora è lei tutto precisamente qui. Mio nome è Herbert Kugler e si rallegra a me molto, signora Bilkova. Dann sind Sie ganz richtig hier. Mein Name ist Herbert Kugler. Es freut mich sehr, Frau Bilkova. Anche a me, signor Kugler. Prenda posto, per favore. Grazie. Me anche, signor Kugler. Prenda lei, prego, posto. Grazie. Mich auch, Herr Kugler. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Ora ho bisogno dei vostri documenti, per favore. Il curriculum, tutte le sue credenziali e la sua carta d'identità. Ora ho bisogno io, prego, vostri documenti, il curriculum, tutti i certificati e suo personale identificativo. Jetzt brauche ich bitte Ihre Unterlagen, den Lebenslauf, alle Zeugnisse und Ihren Personalausweis.
Prego, eccoli qui. Prego, qui. Bitte hier. Grazie. Così lei vorrebbe lavorare come cameriera. Vedo che lei ha concluso con successo il corso di formazione come direttrice d'albergo. Per favore, mi parli di lei in breve. Grazie. Così lei vorrebbe, come cameriera ragazza, lavorare. Io vedo, lei ha la formazione come albergo direttrice, con successo concluso. Presenti lei se stessa, prego, in breve. Danke. Also, Sie möchten als Zimmermädchen arbeiten. Ich sehe, Sie haben die Ausbildung als Hotelfachfrau erfolgreich abgeschlossen. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Mi chiamo Anna Bilkova, ho 26 anni, sono sposata e ho una figlia di 3 anni. Dopo il corso di formazione ho lavorato per 4 anni, come addetta alla ricezione, in un piccolo hotel di Praga. Mi chiamo Anna Bilkova e sono 26 anni vecchia, sposata e ho una di 3 anni figlia. Dopo mia formazione ho io 4 anni lungo, in un piccolo hotel in Praga, alla ricezione lavorato. Ich heiße Anna Bilkova und bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe eine 3-jährige Tochter. Nach meiner Ausbildung habe ich 4 Jahre lang in einem kleinen Hotel in Prag an der Rezeption gearbeitet. Qualche volta ho lavorato anche in un ristorante. Qualche volta ho io anche in ristorante servito. Manchmal habe ich auch im Restaurant bedient. Dunque lei ha fatto pratica. Quali sono i suoi punti di forza? Dunque, pratica a lei. Come sono i suoi punti di forza? Also, Erfahrung haben Sie. Was sind Ihre Stärken? Io sono comunicativa e amichevole. Io lavoro veloce e sono affidabile. Io parlo bene tedesco, inglese, un pochino russo e naturalmente ceco. Questa è mia madrelingua. Ich bin aufgeschlossen und freundlich. Ich arbeite schnell und bin zuverlässig. Ich spreche gut Deutsch, Englisch, ein bisschen Russisch und natürlich Tschechisch. Das ist meine Muttersprache. Dove ha imparato così bene il tedesco? A scuola. L'ho studiato per 4 anni. Dove ha lei così bene tedesco imparato? Nella scuola, 4 anni lunga. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? In der Schule, 4 Jahre lang. Adesso con noi ha svariate mansioni. Dovrà riordinare le camere, aspirare e pulire la polvere, pulire i bagni, rifare i letti e controllare che le camere siano sempre ordinate. Così è adesso a sua responsabilità con noi. Lei riordina le hotel camere, aspirare e pulire polvere e pulire i bagni. Lei rifare i letti e occuparsi per questo che tutte le camere ordinate sono. So, und nun zu Ihren Aufgaben bei uns. Sie räumen die Hotelzimmer auf, saugen und wischen Staub und putzen die Bäder. Sie beziehen die Betten und sorgen dafür, dass alle Zimmer ordentlich sind. Wir legen sehr großen Wert auf Sauberkeit. Bene, questo è nessun problema. A lei altre domande? Sì, come sono gli orari di lavoro? Sì, come sono i lavoro orari? Gut, das ist kein Problem. Haben Sie noch Fragen? Ja, wie sind die Arbeitszeiten? In part-time lavora lei 20 ore a settimana, suddivise nei feriali giorni da 8:30 a 12:30 ora. Va bene esso a lei? In der Teilzeit arbeiten Sie 20 Stunden pro Woche, aufgeteilt an den Werktagen von 8:30 bis 12:30. Passt es Ihnen? Sì, è perfetto. Mia figlia in quella fascia oraria è all'asilo. Sì, questo è perfetto. Mia figlia è in il tempo in asilo. Ja, das ist perfekt. Meine Tochter ist in der Zeit im Kindergarten. E se lei fosse malata o l'asilo chiuso? E qualora per una volta lei malata è, oppure l'asilo è chiuso? Und wenn sie einmal krank ist oder der Kindergarten zu hat? In questo caso se ne occuperà mia suocera.
Allora occupa se stessa, mia suocera, a mia figlia. Io avrei ancora una domanda. Quante ferie ottengo io e quando guadagno io? Dann kümmert sich meine Schwiegermutter um meine Tochter. Ich hätte noch eine Frage. Wie viele Urlaubstage bekomme ich und wie viel verdiene ich? In un anno lei ha 3 settimane di vacanza e guadagna circa 700 euro al mese. Ha 4 settimane di prova e una collega le mostrerà le sue mansioni nelle prime settimane. Lei ottiene 3 settimane vacanze in anno e guadagna circa 700 euro al mese. Lei ha 4 settimane di prova e una collega mostra a lei nelle prime settimane suoi compiti. In ordine. Sie bekommen 3 Wochen Urlaub im Jahr und verdienen etwa 700 Euro pro Monat. Sie haben 4 Wochen Probezeit und eine Kollegin zeigt Ihnen in den ersten Wochen Ihre Aufgaben. In Ordnung. Può iniziare lunedì prossimo? Sì, naturalmente, e non vedo l'ora di lavorare nel vostro hotel. Può lei, prossima settimana, a lunedì iniziare? Sì, naturalmente, io rallegro me già per lavoro in vostro hotel. Können Sie nächste Woche am Montag anfangen? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich schon auf die Arbeit in Ihrem Hotel. Allora posso darle il benvenuto come nuova collaboratrice e mi rallegro per la nostra cooperazione. Ci vediamo lunedì alle 8:30 alla ricezione. Arrivederci, signora Bilkova. Allora posso io lei, come nuova collaboratrice, da noi cordialmente accogliere e rallegrami di nostra cooperazione. Noi vediamo a noi a lunedì a 8:30 ora alla ricezione. Arrivederci, signora Bilkova. Dann darf ich Sie als neue Mitarbeiterin bei uns herzlich begrüßen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wir sehen uns am Montag um 8:30 Uhr an der Rezeption. Auf Wiedersehen, Frau Bilkova. Molte grazie. Arrivederci, signor Kugla. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Herr Kugler. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich heiße Anna Bilkova. Herr Schmidt hat für mich einen Termin für 10 Uhr vereinbart. Dann sind Sie ganz richtig hier. Mein Name ist Herbert Kugler. Es freut mich sehr, Frau Bilkova. Mich auch, Herr Kugler. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Jetzt brauche ich bitte Ihre Unterlagen, den Lebenslauf, alle Zeugnisse und Ihren Personalausweis. Bitte hier. Danke. Also, Sie möchten als Zimmermädchen arbeiten. Ich sehe, Sie haben die Ausbildung als Hotelfachfrau erfolgreich abgeschlossen. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Ich heiße Anna Bilkova und bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe eine 3-jährige Tochter. Nach meiner Ausbildung habe ich 4 Jahre lang in einem kleinen Hotel in Prag an der Rezeption gearbeitet. Manchmal habe ich auch im Restaurant bedient. Also, Erfahrung haben Sie. Was sind Ihre Stärken? Ich bin aufgeschlossen und freundlich. Ich arbeite schnell und bin zuverlässig. Ich spreche gut Deutsch, Englisch, ein bisschen Russisch und natürlich Tschechisch. Das ist meine Muttersprache. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? In der Schule 4 Jahre lang. So, und nun zu Ihren Aufgaben bei uns. Sie räumen die Hotelzimmer auf, saugen und wischen Staub und putzen die Bäder. Sie beziehen die Betten und sorgen dafür, dass alle Zimmer ordentlich sind. Wir legen sehr großen Wert auf Sauberkeit. Gut, das ist kein Problem. Haben Sie noch Fragen? Ja, wie sind die Arbeitszeiten? In der Teilzeit arbeiten Sie 20 Stunden pro Woche. Aufgeteilt an den Werktagen von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Passt es Ihnen? Ja, das ist perfekt. Meine Tochter ist in der Zeit im Kindergarten.
Und wenn sie einmal krank ist oder der Kindergarten zu hat? Dann kümmert sich meine Schwiegermutter um meine Tochter. Ich hätte noch eine Frage. Wie viele Urlaubstage bekomme ich und wie viel verdiene ich? Sie bekommen 3 Wochen Urlaub im Jahr und verdienen etwa 700 Euro pro Monat. Sie haben 4 Wochen Probezeit und eine Kollegin zeigt Ihnen in den ersten Wochen Ihre Aufgaben. In Ordnung. Können Sie nächste Woche am Montag anfangen? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich schon auf die Arbeit in Ihrem Hotel. Dann darf ich Sie als neue Mitarbeiterin bei uns herzlich begrüßen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wir sehen uns am Montag um 8.30 Uhr an der Rezeption. Auf Wiedersehen, Frau Bilkova. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Herr Kugler.